Hallihallo und herzlich willkommen bei Medieval Dynasty. Wir wollen heute Karotten anbauen. Ich hoffe, ich hatte recht. Im Frühling. Nein, wir wollten keine Karotten anbauen. Wir wollten irgendwas anderes anbauen. Ich weiß bloß nicht mehr was. War das Kohl? Frühling gepflanzt? Irgendwas konnte man doch im Winter pflanzen. Frühling. Roggen. Im Herbst. Rote Beete im Frühling. Weizen. Frühling oder Herbst? Wir hatten noch irgendwas. Was konnte man denn noch anbauen? Was habe ich denn vergessen? Was wollten wir noch anbauen? Okay, nochmal durchgehen. Karotten. Hier steht aber Winter mit drin. Okay, also doch Karotten. Okay. Leinen. Rote Beete. Oder um das Essen? Früher Herbst, Zwiebeln sind früher, okay. Ja, bald sind die Beeren schlecht. Ich freue mich, dass sich da Leute freuen, dass die Beeren endlich schlecht sind. Das hat man auch nicht so häufig gehört. Ich brauche das Säckchen. Das ist jetzt ungünstig. Und ich habe denen hier das Säckchen gegeben. Tja. Das ist jetzt sehr ungünstig. Gibt's hier noch Leder? Nee, die hat alles verbraten, die Alte. Verdammt. Gibt's hier noch Leder? Irgendwo? Leder, da. Sechs Leder. Ich brauche eigentlich erstmal nur drei. Upsa, falsch. Hier wollte ich hin. Machen uns ein kleines Säckchen. Ein kleines Säckchen. War gar nicht da. Verdammt. Ich habe schon wieder irgendwo hingepackt, wo ich nicht weiß, wo es ist. So. Karotten. So, hier hat jemand schon schön gedüngt für mich. Passt also sehr gut. Müssen gleich mal was essen. Sonst verhungern wir noch. Und wir könnten bald noch ein bisschen Dingens. Was wollte ich denn sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Irgendwas anbauen, aber ich weiß nicht mehr was. Was wollten wir denn anbauen? Anbauen, anbauen, anbauen. Ich weiß es nicht mehr. So, aber die brauchten jetzt hier die Dingens. Die Hacke, hatte ich noch eine? Nee, nur ein Hammer. Ich glaube, dafür brauche ich aber mehr als einen Kupferbarren oder einen Zinnbarren. Nee. Holzwerkzeuge, Steinwerkzeuge. Werkzeuge, Bronze. Die kann ich noch gar nicht machen, aber da allein da, wenn ich mir das so angucke, brauche ich schon zu viel. Hier, das wäre so zwei. Kupfer. Brauchen wir auch zwei. Hufeisen. Okay, interessant. Okay, nee, können wir trotzdem nicht machen. Aber dann machen wir Steinwerkzeuge. Können wir auch nicht machen, weil wir keine Steine dabei haben. Ey, das gibt's doch nicht. Wir brauchen Steine. Ganz viele Steine. Und wir brauchten, glaube ich, noch Dingens. Wie heißt es denn? Ich brauche noch einen Stein. Nein, nicht den Stock, den Stein. Dingens hier, Baum.
Baum mit Rinde. La 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 la. Und ich singe. Tralalala. Jaha. Ey, gib mir das. Ach ja, das war ja gar nicht hier. Das kann ich ja gar nicht. Holz. Hier kann ich nur die Holzhacke machen. Die will ich ja nicht. Ich will ja die Steinhacke. Lalalala. Oh Gott, bitte, erschießt mich. Oh, und ich muss jetzt. Ich muss erstmal was essen. Und dafür muss ich an dieser Frau vorbei. Was eine Katastrophe ist. Und das Fleisch hier plündern. So. Wir plündern erstmal das Fleisch hier. Mal den Grill an. Und braten uns erstmal ein Steak. Denn ohne das Steak haben wir gleich ganz große Probleme. Wir haben schon seit 7 Tagen nichts mehr gegessen. Wir brauchen jetzt Steak. Oder so. Für mich gibt es heute erstmal Lasagne. Okay, wer es nicht weiß, ich bin ein total lasagnenverrücktes Ding. Ich brauche gefühlt jede Woche mindestens eine Lasagne. Plot Twist, Lasagne ist nicht mein Lieblingsessen. Nur mein zweitliebstes. Aber ja. Also wenn es für den eine Lasagne geben, das wäre schon nice. Ich würde ihm nur noch Lasagne zu essen geben. So. So. Wenn er schon dabei ist, kann er auch mal was trinken. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt muss er sich hier durchprügeln. Und die Steinhacken machen. Machen wir direkt 2, damit die eine dann direkt schon wieder zu den Loidis kommt. Dann brauchten die, glaube ich, noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr was. Eisen. Ich habe eine Eisenhacke. Ich habe eine Eisenhacke. Warum habe ich eine Eisenhacke und warum habe ich die nicht verwendet? Ich bin so dumm. Naja, egal. Die kriegen die Steinsachen. Steinhacke hier. 2 Stück. Viel Spaß damit. Boing. Rennen in die falsche Richtung. Perfekt. So. Wo lag die denn jetzt? Die Axt. Die Hacke, da haben wir sie. Ist kein Dünger drauf. Ja, gut. Dann wird das da schon mal schwierig. Es hört sich an, als würde hier jemand arbeiten. Ist die gerade am Nähen, die Alte? Mitten in der Nacht näht sie? Das kann doch nicht sein, oder? Hä? Was macht denn hier so komische Geräusche? Leute. Leute, wir haben ein Geisterspinnrad. Ich bin immer weg. Ciao. Frau, wir haben ein Geisterspinnrad. Es ist gruselig, aber es ist wahr. Ich habe es selbst mit eigenen Augen gesehen. Ja, ja, das bildest du dir nur ein. Nein, es ist wahr. Ich bin mir da sicher. Ja, ja, schon klar. Geisterspinnrad. Wir haben ein Geisterspinnrad. Lalalalalala. Ja,
Ich habe das Material ja irgendwo reingepackt hier. Hier zum Beispiel. Eieieiei. Oder die Frau, die da arbeitet, hat irgendwie einen Mechanismus entwickelt, dass das Spinnrad die ganze Zeit für sie arbeitet. Das wäre natürlich noch praktischer. Fällt mir gerade ein, warte mal. Ich höre da mal gerade mit auf. Wissen. Nein, nicht Wissen. Tagebuch? Nein. Wo konnte ich denn noch mal skillen? Ey, ich habe das vergessen. Das kann doch nicht sein. Hier, Fertigkeiten. Ich habe tatsächlich keinen Punkt nirgendwo. Ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Ja gut, dann wohl nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh Mann, oh Mann. Ich komme mir doof vor. Und ich komme mir gruselig vor, weil wir einen Geist hier haben. Wie nennen wir den Geist? Ist das Blanka? Hatten wir nicht denn beim letzten Mal die... Ich habe doch beim letzten Mal die Geschichte von Blanka erzählt. Die Geistergeschichte von Blanka. Sie hat uns verfolgt. Wir haben Blanka jetzt hier im Dorf. Oh. Blanka wohnt hier. Oh Mann. Blanka ist der Dorfgeist. Finde ich witzig. Aber witzig, dass die uns verfolgt. Also wirklich. Ich habe die nicht eingeladen. Ich bin davon überzeugt. Ich habe nur die Geschichte erzählt und sie sagte sich, oh, ich komme mal mit. Da kennt mich jemand, da gehe ich mit. Ja, so war das. Sie hat mich nicht mal in meinen Träumen heimgesucht, um zu fragen, ob sie hier hinkommen darf. Nee, nee. Hat sie nicht getan. Ungerecht, ungerecht. Ja, ja. Wer hustet mich da an? Ich glaube, da ist jemand krank. Corona! Leute, ich würde hier gerne so und so. Hallo. Halli, hallo, wie geht's denn so? Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Bloß nicht heute. Oh. 20 Jahre später. Und wir machen immer noch Tonflakons. Aber wir machen wirklich Geld damit. Wir machen mehr Geld damit. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Und auch gut. So, wir gehen gleich nach dem Gustrovia, verkaufen die Sachen und gucken, ob wir noch jemanden fürs Holz einstellen können. Das wäre optimal, ne? Ja, so machen wir das. Vielleicht hat der mal irgendwas produziert. Wäre ja auch zu schön. Kohlsamen. Davon kann ich ein paar verkaufen. Stöcker. Ich hoffe, der arbeitet mit den Stöckern. Da, ein Korb. Yay. Du geh lieber rein, kleines Küken. Ihr habt auch noch genügend Futter, das ist auch gut. Wäre sehr traurig, wenn die verhungern. So. Wir rennen hier durch den Schneematsch nach Gostrovia. Wir wollen unsere Waren verkaufen. Denn Blanka dürstet es nach Geld. Wenn Blanka weiß, dass die Steuern nicht bezahlt wurden,
Dann gehen wir alle drauf, denn sie holt uns in der Nacht. Denn Belanka ist eigentlich der Steuergeist. Ursprünglich hat sie für das Finanzamt gearbeitet, ist gestorben und jetzt haben wir sie am Hals. How are you? Hallo, was kannst du denn gut? Feldarbeit. Erschöpft mich ein wenig, aber meine Familie macht die Arbeit schon in vielen Generationen. Nö. Goodbye. Hello there. Was brauchst du denn? Ein guter Handwerker. Weißt du, wie man ordentlich kocht. Du hast ja sicher schon gehört, dass man sagt, der Weg zum Herzen eines Menschen führt über... Ja, eine Köchin bräuchten wir jetzt nicht. See you soon. See you soon. Wir bräuchten eigentlich... Wo hast du den Apfel her? Gib mir den Apfel! Ja. How are you? Hallo. Only the best products here. Ja, ich will deine Produkte nicht. Ich will dir was andrehen. So, und das hier kriegst du... Nicht die Karotten, sondern... Die. So. Das wollte ich dir andrehen. 1900, okay. Wir kommen langsam in die Nähe von dem, was wir brauchen. Da wollte ich nämlich auch nicht noch reingucken. Es ist schon wieder einen Tacken höher geworden. Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ist das ein Käse? Wir brauchen noch einen Holzfäller. So. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal nach Timbuktu hier drüben. Und dann können wir hoffentlich und so haben wir vielleicht einen neuen Holzfäller. Wäre vielleicht schön. Wie er durch das Wasser rennt. Ja, erhol dich mal ein bisschen beim Baden. Eisbaden. Ist eine coole Angelegenheit, muss ich sagen. Ist lustig. Scheiße kalt, aber lustig. Wer hätte es gedacht? Hallo, meine Freunde. Wer von euch? Du. Hallo. Ja, wo bist du denn gut drin? Ich mag einfache, harte Arbeit. Blut schnell fließen lässt und meine Muskeln... Oh. Weißt du? Du bist so gerade unser neuer Holzfäller geworden. So, du. Du... Ene, mene, mu. Nimm das. Und du wirst unser zweiter Holzfäller. Holzschuppen. Falscher Holzschuppen. Entschuldigung. Holzschuppen. Holzfäller. So. Da fällt mir gerade ein. Im Holzschuppen brauche ich doch auch irgendwas, ne? Eine Axt, glaube ich. Kein Essen, kein Holz. Ja, ist klar. Holzschuppen, was brauchen wir denn da? Ja, das brauche ich. Lelele. Weil ich das hier offen habe, ne? Ja. Hier fehlt das Säckchen. Im Holzfäller stand es nicht. Plot Twist. Ärgert mich halt alle. Naja. Oh. Ich hatte doch noch den Korb, den ich verkaufen wollte. Der bringt mir zwar nicht viel, aber... Wollte ihn trotzdem verkaufen. Hey du? Hallo da. Zeig mir deine Ware. Oh, du hast Dung. Dung ist immer gut. Aber weißt du was? Ich habe einen kleinen Korb für dich. Aber ich nehme auch deinen Dung mit. Ich würde gerne deinen Dung kaufen. Aber teuer. Mein Korb hat die mir für 9 abgekauft und verkauft den für 21. Ey. Dir deinen Dung trotzdem ab.
Have a good day. Ja, have a good day. Oh, der Zicke. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen baff. Die hat uns denn wirklich... Also, so ganz nicht abgekauft. Und verkauft den jetzt selbst so teuer. Wir müssen echt Diplomatie irgendwie verbessern. Ich weiß bloß nicht wie, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist nur, wenn wir mit Leuten reden, dass wir das dadurch verbessern können. Es ist so kalt, dass selbst die Büsche zittern. Wer hätte es gedacht? Die guten Zitterbüsche. So. Wir besuchen. Wir nehmen die ganzen Stöcker noch mit. Können wir uns die ins Lager packen. Und dann kann der eine Typ seine Dingens weitermachen. Seine Körbe. Ohne dass es dann wieder heißt, nee, ich brauche aber. Aber mir fällt gerade ein. Von hier aus, wir haben ja gerade den einen Holzfäller. Wasserträger, Holzfäller, der hier. Das ist der Needy, schlag mich tot. Gewinnung ist das. Holzschuppen 1, Holzschuppen 2. Der ist es, ne? Da fehlt die Axt. Oh, bei dem fehlt die Axt, okay. Hier fehlt auch eine Axt, naja, egal. Wir brauchen Holzstämme. Bei dem packe ich noch Holzstämme rein. Ich glaube, das ist gut. Und bei dem werden wir nur die Verarbeitung machen. Das war bei dem jetzt erstmal die Holzstämme rausnehmen. Erstmal viel Brennholz reinmachen. So. Und den Rest dann an Holzstämmen hier. Ja. Aber das ist halt nicht viel. So. Okay. Wo bin ich? Hier bin ich. Dam, dam, dam. Bald sind wir zu Hause. Da ist unser kleines Dorf. Wir haben eigentlich immer noch keinen Namen für das Dorf. Fällt mir gerade so ein. Wie heißt denn unser Dorf jetzt? Pimpernelle Zwiebel. Zwiebelhaut. Nein, Kennt jemand den Kinderreim noch? Den musste ich damals in der Schule auswendig lernen. Witzigerweise hatte mein Vater mir den irgendwie schon, ich glaube, Jahre früher beigebracht. Was irgendwie ganz witzig war. Und mein Vater musste den damals auch in der Schule lernen. So, wir machen jetzt erstmal... Wir machen erstmal mehrere Äxte. Und verteilen die gleich. 4 Stück ist, glaube ich, ganz gut. Kriegt jeder von den 2. So. Dim, 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 dim. Blanka ist immer noch am Machen. Eieiei, diese Blanka. So. Die Blanka arbeitet zu viel. So, 2 für dich. Ja, kotzt dir die Seele aus dem Leib. Was?
Hab ich nicht gesagt. Würde ich niemals sagen. So, und zwei für dich. Zack. Hui. Oh. Machen und tun hier. Haben wir noch ein bisschen Dünger. Hier stehen jetzt auch noch ein bisschen Dünger her. Zwar nicht mehr viel, aber noch etwas. Dann haben wir auf jeden Fall für die nächste Jahreszeit noch was. Ach ja, ach ja, ach ja. So, das kommt hier rein. Dann die Karottensamen kommen hier rein. Die Stöcker packen wir schon mal wieder da hinten rein. So. Hier ist auch noch ein Dünger drin. Ich weiß nicht warum. Wieder nur noch ein Holzstamm. Ey, das gibt es nicht. Aber vier Brennholz. Ich hatte doch über 44. Oh. Sie hassen mich. Sie hassen mich so sehr. Hier, Hopfen. Wenn wir den verkaufen, drei Stück. Wir können halt noch nichts aus dem Hopfen machen, ich glaube. Wir nehmen den mal mit. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. So, wir rennen noch einmal rüber, verkaufen den kompletten Hopfen, um zu gucken, was es uns bringt. Drei ist halt nicht viel, aber wir haben halt schon eine Menge, ne? Später können wir ja den ganzen Hopfen verwerten, aber dafür brauchen wir ja erst die Taverne. Und bis wir da sind, dauert es ja noch ein bisschen. Ein bisschen ist gut, das dauert noch elends lang. Aber ich freue mich auf den Tag, wo wir die Taverne haben und den Marktstand vor allen Dingen. Vor allen Dingen den Marktstand. Hey du. Ich weiß, du brauchst Hopfen. Die braucht nur 1,8 kauft mir. Ach, böse. Kauf mir auch die Federn ab. So. Ey, das gibt's nicht. Gerade eben stand da noch 3, dann 1,8, ey. Die alte ne? Verwaltung. Wir sind nah dran. Aber wir haben jetzt viel gemacht. Hier sind wir ein bisschen näher gerückt. Und hier haben wir gefühlt nichts geschafft. Perfekt. Freude. Naja, das wird lange dauern, bis wir da sind. Aber was können wir anderes tun, außer... Tja, schön hart zu arbeiten, um hier voranzukommen. Ja, und wie gesagt, ich glaube, spätestens Sommer werden wir hier zu Dumagoi gehen und dann mal gucken, was der von uns haben will. Dann seine Quests erledigen und dann irgendwann wieder zu Kestrel. Und dann hoffentlich herausfinden, wer unseren Onkel umgebracht hat. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es Unigost war. Weil Unigost hat sich halt super mit ihm verstanden und Unigost war der Erste, der uns so richtig aufgenommen hat und lieb und nett und du arbeitest mit Blanka zusammen? Okay. Ja.
Die haben halt gut zusammengearbeitet, die beiden. Und waren auch immer nett zueinander. Und vielleicht... Tja, hat's irgendwann gereicht. Möglicherweise. Das wäre jetzt so meine Vermutung, aber... Ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht. Also wahrscheinlich erst in ein paar Jahrzehnten. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Winter, hört sich falsch an. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!